herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo. Vielen Dank. Was tun wir nicht alles für unsere Traumfigur, liebe Zuschauer? Dankeschön. Sport, Ernährung, Schönheitsoperationen. Der Kult um den Körper, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Ist es eigentlich richtig, dass wir unseren Körper immer wichtiger nehmen? Oder ist dieser Körperkult vielleicht der völlig falsche Weg? Darüber reden wir heute zum Beispiel mit Rainer Kallmund. Herzlich willkommen. Seit Jahrzehnten sind Sie aus der Sport- und Medienwelt nicht wegzudenken. Dabei bringen Sie nicht gerade einen athletischen Körper mit. Geschadet hat das Ihrer Karriere nicht, im Gegenteil. Ihr Körperumfang wurde sogar zum Markenzeichen. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen noch einmal, Rainer Kallmund. Schönheit ist Ihr täglich Brot, Werner Mang. Sie sind Schönheitschirurg und bezeichnen sich selbst als Restaurator vom Bodensee. Mit dem Skalpell bringen Sie Ihre Patientinnen und Patienten Ihrem Schönheitsideal ein Stückchen näher und profitieren vom anhaltenden Körperkult. Herzlich willkommen, Professor Dr. Werner Mang. Sie, Angela Vollrath, haben vor 20 Jahren begonnen, sich ihrem optischen Vorbild der Barbie-Puppe anzugleichen. Bis heute finden Sie Verbesserungspotenzial und besonders das Älterwerden bereitet Ihnen inzwischen große Angst. Warum? Das erzählt uns heute Angela Vollrath. Sport und gesunde Ernährung, das gehört ganz selbstverständlich zu Ihrem Alltag, Michael Tschieder. Doch für den Traum von einer Modelkarriere haben Ihnen trotz aller Anstrengung einfach einige Zentimeter Körpergröße gefehlt. Anstatt sich damit abzufinden, ließen Sie sich Ihre Beine brechen und operativ verlängern. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte. Michael Tschieder. Auch Sie, Annemarie Guschelbauer, wollten Ihren Körper nur ein wenig in Form bringen. Drei Schwangerschaften hatten Ihre Spuren hinterlassen. Doch mit Abnehmen allein war es nicht getan. Sie unterzogen sich einer Bauchstraffung. Aber dieser Eingriff hatte dramatische gesundheitliche Folgen für Sie. Wir freuen uns, dass Sie heute von Ihren Erfahrungen erzählen. Annemarie Guschelbauer. Und wir begrüßen Dr. Regula Stempfli. Als Wissenschaftlerin beobachten Sie die Entwicklung rund um Schönheit und ihre gesellschaftliche Bedeutung. Und Sie schauen kritisch auf den heutigen Kult um den Körper. Sie sagen sogar, der Körper ist zur Religion geworden. Wie Sie das meinen, das erfahren wir heute von Regula Stempfli. Herzlich willkommen. Rainer Kallmund. Sie sitzen da und sehen zufrieden aus, wie meistens. Aber ich weiß, Sie haben auch immer mal schon versucht abzunehmen. So richtig nachhaltig war das nicht. Warum? Fehlt da der letzte Biss? Oder? Also das Wichtigste ist ja, dass ich sage, ich bin zufrieden. Das hast du richtig erkannt. Wunderbar analysiert. Ich habe 6 Kinder, 4 Enkelkinder, eine wunderbare Frau. Und mir geht es auch gesundheitlich ganz gut. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr, Werner, mal so ein paar von Bug gekriegt. Ich war 30 Jahre nicht im Krankenhaus, dann plötzlich in einem halben Jahr 4-mal im Krankenhaus. Schilddrüse, Lunge, Bandscheibenvorfall. Viele haben es ja gesehen, dass ich auf meinem Rollstuhl und dann Rollator, aber ich bin da wieder raus und versuch auch jetzt, habe auch schon ein paar Kilo schon abgenommen. Du siehst es nicht, ich spüre es aber, ich fühle mich schon federleicht. Obwohl das nicht danach aussieht, da wird es dann auch wieder eine Bleifeder. Aber das ist ganz wichtig. Und natürlich gucke ich auch immer, mein ganzes Leben. Ich war bis 18 Jahre ein Hungerhaken. Hab Fußball gespielt, dann kriege ich den Knochenabriss im Sprunggelenk, heute ein Klacks, damals nicht reparabel. Und dann kamen die Kilos angeflogen, also die sind richtig auf mich zumarschiert, die Kalorien. Ne? Das ist schon mal fast ein Querschnitt durchs Leben. Wir werden uns richtig Zeit nehmen, da noch mal drüber zu reden. Ja. Schön, dass Sie da sind. Nochmal Rainer Kallmund. Frau Guschelbauer, wenn Sie das so hören, der Körper ist heute unser Thema. Wie sehr werden wir und werden auch Sie nach Ihrem Aussehen beurteilt? Ich würde sagen, das nimmt immer mehr zu gegen früher. Es ist schon so, wenn man wohin kommt oder wenn man einkaufen geht, dass andere Menschen einen beurteilen nach dem Aussehen. Das beginnt einfach in der Schule schon, bei den Kindern. Wenn die etwas molliger sind,
Das beginnt in den höheren Schulen, im Job, wenn Sie sich vorstellen gehen, wenn Sie einkaufen gehen und Sie sagen, ich möchte diese Hose haben, dann sagt der Verkäufer, na, die passt Ihnen aber nicht. Ja? Also es ist schon so, dass der Körper einfach, ich sage jetzt einmal, es macht einfach die Menschheit aus, dass man selbst dann kritisch wird und dass man selbst dann sagt, okay, man wird so begutachtet. Und man merkt das aber in allen Situationen. Es gibt ja auch fast in jedem kleinen Ort mittlerweile ein Fitnessstudio. Warum nehmen wir denn unseren Körper scheinbar immer wichtiger, Frau Stempel? Das hängt eben mit dem Wandel der Zeit zusammen. Also es passt zu der wahren Gesellschaft. Also der Körper wird wie zur Ware, also wir werden zum Jahrgangskilo- und Zentimeterverhältnis. Also wir müssen uns irgendwo in der Norm orientieren. Und das ist sehr tragisch. Also es ist wie eine Diesseitsreligion geworden. Also Gott ist tot, nach Nietzsche, ist er nicht, aber, oder sie, aber es lebe der Körper. Also es ist wie ein Ersatz der Sinnsuche. Und wir dürfen nicht vergessen, historisch wurden immer die Körper auch strukturiert, je nach Politik, je nach Wirtschaftsform oder je nach religiösen Ritualen. Deshalb heißt unsere Sendung ja auch Körperkult. Oder die Kritik heißt ja oft auch eben die Kritik am Körperkult, weil es dieses kultische Element in allen Gesellschaften ein wichtiger tragender Bestandteil war. Und heutzutage wird so getan, als könnten wir schön werden, als könnten wir alle schön werden. Und wenn wir nicht schön sind, ist es unser eigenes Versagen, was wiederum eine Ideologie ist. Weil die Biologie ist etwas vom Ungerechtesten, was es gibt. Und das passt überhaupt nicht in unsere Demokratie. Sie hat die Biologie 1,78 Meter groß gemacht. Und ja. Sie haben entschieden, ich will größer sein und haben eine künstliche Beinverlängerung vornehmen lassen. Da kommen wir noch ausführlich hin. Gab es eigentlich auch Leute, die gesagt haben, bist du wahnsinnig, dass du das machst? Ja, das war die erste Reaktion von jedem, dem ich das anvertraut hatte. Aber ich habe mich dann natürlich auch erklärt. Ich habe den Leuten gesagt, dass das in der Branche einfach so üblich ist. Man schaut ganz genau auf die Maße. Das sind nicht nur Brust, Taille, Hüfte als Maße, sondern vor allem auch die Körpergröße. Und wenn man dieses Kriterium nicht erfüllt, hat man keine Chance in der Branche. Das heißt, man muss sich überlegen, will ich das erfüllen, um darin arbeiten zu können, oder lasse ich es bleiben und suche mir was anderes? Und vor diese Wahl wurde ich damals gestellt, als ich die Entscheidung getroffen habe. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Körper, Frau Vollmer? Und Ihr Aussehen? Ja, das ist mir schon sehr wichtig. Also auch für mich persönlich. Schon als ich klein war, ein kleines Mädchen war, war mir das schon, war ich schon sehr auf Hübschsein bedacht. Mhm. Ja. Heute bekämpfen wir alle unsere Falten, oder viele tun das auf jeden Fall. Warum können wir nicht mehr so alt aussehen, wie wir sind? Ja, das bleibt jedem selber überlassen. Ich glaube, das muss auch jeder selber entscheiden, ob er zum ästhetischen Chirurgen geht. Und wenn er zum ästhetischen Chirurgen geht, dann soll er anschließend natürlich ausschauen. Das ist ja die Philosophie von mir. Und natürlich auch die Medien tragen dazu bei. Wenn man jung ist, vital ist, ist man privat und beruflich erfolgreicher. Und das ist natürlich auch so, ab 45 hat sich das Schönheitsideal ja permanent gewandelt. Bis 45 war immer alles gleich. Aber doch die Medien hat diesen Einfluss gegeben und die Vorbilder. Und jetzt gerade das Internet. Heute kommen ja 14-, 15-jährige Mädchen und wollen Schönheitsoperationen. Und dann sage ich, zuerst mal Schule machen, Sport machen und so weiter. Wenn man sieht, dass über 30% der 14-jährigen Mädchen mit ihrem Aussehen unzufrieden sind, dann stimmt in unserer Gesellschaft was nicht. Ja. Und das sagt der Schönheitschirurg. Ja, deswegen haben wir so viel Arbeit. Ja, also wieso stimmt dann unsere Gesellschaft was nicht? Es ist tatsächlich eine ganz wichtige Sinnsuche, die sich da ausdrückt. Und Körperhass ist sehr konsumfreundlich. Also das heißt, wenn wir uns selber nicht mögen, dann versuchen wir diesen Mangel immer wieder zu kompensieren. Und das, da gibt es ja unglaublich viele Produkte, Schönheitschirurgen, es gibt ganze Medien, wie man sich stylen kann. Und eben Photoshop macht alles noch viel schlimmer, weil Photoshop verändert die Menschen bis zur Unendlichkeit, also dass es gar kein Menschenbild mehr gibt. Also finde ich schon, ich finde es dann schon spannend, was da alles abläuft, also strukturell gesehen.
Kommen wir zu Ihnen ganz konkret. Sie haben ja gesagt, als Kind waren Sie ein Hungerhaken. Wer das nicht glaubt, wir sehen gleich auch einige Fotos von Ihnen. Hatten Ihre Eltern denn sogar Angst, Mensch, der Junge hat nicht genug auf den Rippen? War ja, das du so wirst es gar nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben, mit 6 Jahren. Ich bin ja so ein Nachkriegskind und mit 6 Jahren, mein Stiefvater arbeitete bei Rhein Braun, das ist eine Tochterfirma von RWE, also der offene Tagebau, wo die 300 Meter Bagger, also nicht mit dem Korb unter der Erde, sondern die wurde die Kohle oben abgeschaufelt, war ein ganz wichtiger Faktor für unser Wirtschaftswunder. Und da achtete das Unternehmen auch, dass die Kinder, also die Väter kamen ja auch aus dem Krieg, zum Teil konnten sie gar nicht mehr arbeiten oder waren auch gemindert in ihrer Arbeitsfähigkeit. Und so wurde natürlich auch auf die Kinder geachtet. Und so musste ich nach Iversheim, ein kleiner Ort bei Münstereifel, und dann marschierte ich da los. Ja, die haben mich versucht aufzupeppen und so in Reih und Glied, immer, aber es war beschissen. Der Joghurt hat beschissen, ich schmeckte die Haferflocken, ich habe keinen Gramm zugenommen, muss ich auch sagen, habe viel getobt, hat viel gespielt, das war eine wunderbare Zeit, aber das ist eben so. Dann kam eine Kalorie, kommt dann selten allein, das habe ich mal ein Buch geschrieben, auch, ja, ja. Wo du ja auf der Bestsellerliste mit 18 Jahren, macht's bumm, ich war total fertig mit dem Namen, ich konnte keinen Fußball mehr spielen, das war auch noch Glück, ich wäre nie in die Bundesliga gekommen oder international tätig im Fußball geworden, durch diese Verletzung, Glück im Unglück, aber es kamen eben noch die Kilos. Sie waren aber auch Trainer, da sehen wir noch ein Bild, die kam aber ja nicht über Nacht, ne? Denn man sieht, da ist so ein leichter Ansatz, wenn wir so ein Foto als Trainer gleich noch sehen, war das denn so, hier sehen wir, ist zu erkennen, ja, da sieht man. Ja, da war ich auch schon 21, ja. 22, da kam so ein bisschen Jahre, was langsam. Da kam der kleine Schicker Bauch. Bursche. Ja, ja. Da waren schon mehrere Kalorien an. Ja. Jetzt sagen ja viele, wenn dann die Kilos kommen, ja, also ich habe es an den Drüsen oder meine Knochen sind so schwer oder es sind die Gene. Was war es denn jetzt? Ich sage immer, das ist totaler Blödsinn. Also das hatte noch nie einer seiner Knochen geworden. Der musste ja ausschneiden, die Knochen raus. Oh, ich wiege mal die Knochen, so einen Scheiß habe ich noch nie gehört. Auch die Drüsen ist auch ein beliebtes Spiel. Ich bin ja kein Mediziner. Bei ja. der Gene habe ich immer mal immer Spaß. Bei mir kommt es von der Gene. Von zu häufig ins Restaurant gehen ja, oder zum ja. Kühlschrank gehen. Aber das ist dann noch... angefressen. Ich weiß natürlich, warum ich diese Gewichtsklasse habe. Das hängt damit zusammen. Ich esse für mein Leben gerne. Ich mache ja auch eine erfolgreiche Sendung. Das ist natürlich so ein Teufelskreis, weil das Zunehmen ist ja in der Regel nicht hormonell. Das kann man ausschließen. Aber der Grundumsatz, wenn ich keinen Sport treibe, sinkt der auf 1200 bis 1300 Kilokalorien. Und wenn ich 2 Leberkässemmel esse, habe ich die schon. Das heißt, Sport und Ernährung, nur dann nehme ich ab. Aber das ist ein Circulus Viciosus, wenn ich natürlich zu dick bin. Freund Kalmund wird wahrscheinlich nicht so viel Sport treiben, nehme ich an. Ja? Und dann sinkt der Grundumsatz und dann ist der Spruch schon beim Zuschauen, nehme ich zu. Aber es ist doch wirklich absolut absurd, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben. Also wir müssten jeden Tag dankbar sein, dass wir nicht mehr verhungern. Es gibt übrigens, Werner, einen Spruch, den habe ich mal gesagt, es gibt auch Frauen, die sagen, auf so einer richtig gemütlichen, weichen Kalli schön zu kuscheln und zu wappeln, ist mir lieber so auf so einem Knochengestell wie dir so unmöglich zu wappeln. Da das sollst du auch schon mal kriegen. Wobei, wir sehen uns ja einmal im Jahr bei der Miss Germany-Wahl in der Jury, wir beide. Und seit Jahren sage ich zu ihm, weil ich ihn ja mag, schon Freund, du musst abnehmen, weil das auf die Gesundheit irgendwann geht. Und glaube ich, jetzt ist er so weit, dass wir vielleicht irgendwann mal eine kleine Magenverkleinerung machen. Wenn wir da noch mal drauf kommen, Sie haben gerade auch so einen Spruch gemacht. Sie sind 2006 zum Genießer des Jahres gewählt worden. Ja. Bei der Dankesrede haben Sie auch gesagt, beim Mann ist es wie bei einer bequemen Sitzgruppe, auf die Polsterung kommt es an. Ja, ja, ja. Machen Sie gern so einen Spruch über Ihren Umfang? Das ist doch klar. Also, was der Werner gerade sagte, Werner Mang, wir sind ja zusammen immer in der Jury zur Miss Germany-Wahl in Rostock im Europapark und wir ergänzen uns wunderbar. Warum sind Sie wir da haben eigentlich immer drin, Kalli? Von allen, wenn die 20 Mädels drauf, die 24 rauflaufen, dann habe ich die schon mal angeguckt, bevor sie in der Lackieranstalt waren. Ne? Das sind ein Tag abends vorher. Dann habe ich mit denen auch gesprochen, also nicht nach dem Motto nichts im Kopf und viel in der Bluse, sondern kann die auch vernünftig auftreten, kannst du dich mit dem Mädel vernünftig unterhalten, auch ganz wichtige Werte, auch wie ist sie ohne Lackieranstalt. Und dann geht's los. Ich sitze neben Werner, der macht die Schnitte, wie hat die Brust vergrößert und verkleinert, was hat's am Hintern gemacht? Ich sage, Werner,
gucken wir ein bisschen auf die Natur, auf die Ausstrahlung. Wir sind uns in der gemeinsamen Betrachtung, Analyse immer einig. Und wisst ihr was? Ja, wir auch haben immer direkt die Schönheitskönigin im Auge. Wie gesagt, es kommt auch auf das Innenleben, es kommt auf die Ausstrahlung an, aber es ist richtig, was der Werner sagt. Nachdem ich jetzt ein paar vor den Latz geknallt kriege, habe ich, wie gesagt, 20 Kilo abgenommen. Wenn es nicht weitergeht, habe ich ihm gesagt, bin ich bei ihm hier, gucke ich auf den Bodensee und sage, lege mir das Marenband um, jetzt ist Schluss mit lustig, weil es auch klar ist, ich bin jetzt Ende 60, ich bin noch voller Tatendrang, ich habe viele Termine, ich habe noch mal ein junges Mädchen, meine Prinzessin aus Thailand adoptiert. Ein wunderbares Gefühl und da bin ich verpflichtet, lang fit zu bleiben. Gar nicht so für mich, für die andere. Und da fahre ich dahinter, lege ich mir das Marenband rum. Aus, Schluss aus, Nikolaus. Also Sie haben also das heißt, bei all den Späßen, die Sie machen von wegen, man kann sich da ja wohlfühlen und kuscheln und so, da ist in stillen Momenten schon die Sorge da, dass der Umfang, dass das Gewicht Sie vielleicht um ein paar Jahre mit Ihrer Familie bringt. Das kann passieren, das war jetzt so ein Schuss für ein Buch. Wenn du jetzt bei mir guckst, Puls 120 zu 80, also Blutdruck, Puls 60, alles wunderbar, alle Blutwerte, Leber, was es gibt. Selbst mein Cholesterin, 160, 170, so, dann hast du natürlich die Werte und dann sagen die, leg mir mal, das gibt's doch gar nicht. Ich war schon mal mit einem jungen Freund bei einem Arzt, der sagt, hör mal, wir haben da Blutwerte verwechselt. Der hatte Spaß, weißt du, was passiert? Ne, der hier Hungerhaken, der hatte 300 Cholesterin, der so aussah wie du, verstehst du? Ich muss sagen, der liebe Gott hat mir vielleicht keine gute Gene für die Verdauung besorgt. Es gibt ja welche, die können essen, was sie wollen und nehmen nicht zu. Und bei welchen, die gucken mal einen Schnitzel an, haben sie schon zugenommen. Da zähle ich vermutlich zu. Aber ja, vermutlich, ich weiß nicht, ich esse. Aber Sie haben es ja auch versucht. Es gab ja mal den Ian Cully, da hat Joey Kelly, also sehr professionell, versucht, Sie auch zu coachen zum Abnehmen. Hat das denn was gebracht? Ja, da sehe ich ja noch ein bisschen dick aus. Aber es ist einfach so, ich habe das damals mal ein Jahr gemacht, habe gesagt, ich will 30 Kilo abnehmen. Du musst natürlich vorstellen, ich mache dann in dem Jahr auch 40, 50 Sendungen bei Grill den Hensler. Da kann ich nicht sagen, oh, heute mache ich eine Abnehmkur in der Jury. Das sagen, der ist so bescheuert oder was. Also, das ist so eine gute Entschuldigung. Ich muss da essen, da geht's dahin. Viele Arbeitsessen. Aber in dieser Zeit, was der Werner Mang eben sagte, wenn du Sport machst, und bei Joey Kelly war es wunderbar, wenn du mit dem trainierst, freust du dich zwar aufs Sterben, aber es war trotzdem unterm Strich eigentlich, sag ich mal, eine sehr, sehr schöne Zeit. Jetzt haben wir ja gerade so uns bildlich vorstellen können, wie Sie beide so in der Jury von der Miss Germany sitzen, so als Männer und gucken dann, bevor Sie aufgelegt haben. Wie kommt das denn bei Ihnen an, dass da so die Männer sitzen und die Frauen? Ja, das ist eine Warengesellschaft. Also ich mag Sie sehr, aber dieses Lackieren, also das klingt schon nach Auto. Und das, aber Sie sagen natürlich genau das, was passiert. Also dass Frauen zuerst gesehen werden und Frauen werden vor allem auch als Ware eben behandelt. Und sie kriegen ungefragt, also wie Sie gesagt haben, sie kriegen ungefragt immer Kommentare. Also man sieht, eben die Männer sehen, die wählen aus und die Frau wird gesehen. Und das wird einfach dem Mensch als Mensch nicht gerecht. Und vor allem das Aussehen, das ist, natürlich sieht man zuerst den Menschen, aber sobald die Menschen arbeiten, nachdenken, reden, dann ist es nicht mehr wichtig. Mich interessieren auch die Diäten nicht, mich interessiert auch eigentlich nicht der Gesundheitszustand, sondern mich interessiert, was die Menschen tun. Haben Sie denn den Eindruck, dass es immer noch so ist, dass Frauen da mehr unter Druck sind, als Männer gut auszusehen? Doch, also wie gesagt, noch einmal, die Gesellschaft macht das aus uns und es ist, bei der Miss Germany kann ich ein Vorgespräch führen, aber wenn Sie heute wohin gehen, ja, dann werden Sie nur momentan vom Optischen her beurteilt, weil es hat mit Ihnen noch niemand gesprochen. Das heißt, wenn Sie wo reingehen oder wenn Sie sich vorstellen wollen oder wenn Sie, egal wo Sie hingehen, der erste Augenblick ist, wie sieht die aus oder wie sieht der Herr aus oder es ist ganz egal. Da kommen Sie nicht dazu, dass Sie sagen, okay, ich rede zuerst, was hat die im Kopf, was kann die, wie spricht die? Der erste Eindruck ist das Optische.
Frau Stempf, nach dem wird man beurteilt. In dem Zusammenhang, Sie sind jetzt hier als Wissenschaftlerin, als eine Frau, die sich stark mit dem Thema beschäftigt hat, aber werden Sie auch mit Erwartungen konfrontiert, wie Sie als Frau auszusehen? Ja, völlig. Also das ist klar. Sogar Wissenschaftlerinnen müssen jetzt gut aussehen. Ich finde es auch, sie sehen auch gut aus und sind dann nicht mehr so gute Wissenschaftlerinnen. Weil ich möchte Ihnen etwas sagen von der Fremdwahrnehmung. Es hat sehr viel damit auch zu tun, wie dass Sie sich selber fühlen. Und wenn Sie meinen, die meisten Menschen beurteilen Sie nach Ihrem Aussehen, dann ist es vielleicht auch so. Aber wenn Ihnen das gar nicht wichtig ist, weil es wichtig ist, welchen Job Sie kriegen, welches Buch Sie lesen oder vorstellen wollen oder welche neue Studie Sie präsentieren wollen, dann spielt das Aussehen keine Rolle. Und ich möchte Ihnen etwas sagen. Wenn wir immer wieder lesen, eine amerikanische Studie hat bewiesen, zum Beispiel, eine meiner Lieblingsstudien ist, Schöne werden besser gewählt. Schöne werden besser gewählt. Und alle, oh ja, Attraktivität und ist wichtig und Macron und bla bla bla. Also nichts gegen Angela Merkel und nichts gegen die Mitglieder des Bundestages. Aber wenn Schöne werden besser gewählt tatsächlich zutreffen würde, sehe der Bundestag doch sicher anders aus. Also manchmal... Also, und da muss ich Ihnen schon sagen, da wird sehr viel Ideologie betrieben, Schindluder mit den Studien, mit den Wissenschaftsexperten, auch mit den Medizinern, die natürlich wahnsinnig verdienen dran, neue Standards zu machen, was, wann wichtig ist. Und da bin ich einfach unendlich skeptisch, weil ich die letzten 5000 Jahre Schönheitshandeln im Blick habe. Also es gibt keine objektive Schönheit. Und da werden wir beide als Einzige dort nicht gleicher Meinung sein. Weil aber auch das wird so vertreten, neben diese Spiegel, Symmetrie und so weiter und so fort. Aber auch das ist historisch gewachsen. Da würde mich jetzt aber einfach mal ein paar Fakten interessieren. Wie ist denn die Entwicklung? Wie ist denn die Steigerung von Schönheits-OPs, aber auch leichteren Schönheitseingriffen in Deutschland über die letzten Jahre? Ja gut, also es ist so auch nachgewiesen, dass im Deutschen Handelsblatt war eine Untersuchung, dass schlanke Männer, die gepflegt sind, keine Tränensäcke haben, dass die mehr aufsteigen wie jetzt dicke oder untersetzte oder ungepflegte Männer. Also Ästhetik ist schon wichtig. Schöne Menschen haben es a priori leichter. Aber das haben auch in wir der ja Schule, überall schöne auch in Menschen, der Schule und überall. Natürlich gehört zu dem Aussehen auch ein bisschen Hirn. Ohne Hirn geht es auch nicht. Und deswegen haben wir natürlich einen Boom der Schönheitschirurgie, einen Boom der ästhetischen Chirurgie. Aber der Boom geht zur Natürlichkeit. Ich möchte jetzt ihr nicht zu nahe treten. Das wird heute nicht mehr gemacht. Und sie ist ja auch ganz traurig über ihr Aussehen und hat mich ja schon gebeten, kann man da was machen? Wir an der Bodenseeklinik haben 10% Reparatur-OPs, dass man es wieder zurückmacht zur Natürlichkeit. Und deswegen ist der Trend Natürlichkeit, optisch gut aussehen und dass nur ein man... ein bisschen jünger. Und jünger. Und also, jünger, vitaler. Ja gut, es ist so... Was wollen denn Frauen, was wollen Männer? Wollen die das Gleiche? Na gut, also die häufigsten Operationen bei Frauen in Deutschland sind Brustimplantate an Nummer 1. Da ist die Größe dezent, nicht mehr so extrem wie hier, sondern 75B bis C, also natürlicher Busen. Wenn man in der Sauna sitzt, soll man es nicht sehen, dass zwei so Tennisbälle drin sind, sondern normaler Busen. An zweiter Stelle bei den Frauen ist Liposuktion, Figurmodellierung, also diese Reithose. Wenn ein junges Mädchen Reithose hat, die sich nicht ins Schwimmbad traut, keinen Partner bekommt, weil sie es von der Oma geerbt hat, dann kann man das heute wegoperieren, wegsaugen und man muss nach Freud nicht alles aussitzen. Bei den Männern häufigste OP auch Bauch-Hüftspeck absaugen, Haartransplantation, seit Klopp sich geäußert hat und Lindner, unser FDP-Star, ist es ein richtiger Boom geworden beim Rhein. Hier würde ich nichts mehr machen an den Haaren bei ihm. Und natürlich die ganzen Faltentherapien, das heißt Botox, Hyaluronsäure, Vampirlift, also natürlich und Minilift. Also das heißt, ganz viele Leute lassen jetzt was machen, das wird ja auch schon bei Hautärzten bei vielen angeboten, aber Sie haben wahrscheinlich noch nichts gemacht, oder? Also ich bin, also meine Mutter ist mit 94 friedlich zu Hause eingeschlafen. Also ich die Gene? Ich habe schon Gene, also ich habe noch nichts machen lassen, aber ich habe oft die Brille jetzt dann auf, weil ich natürlich gewisse Tränensäcke habe. Und wenn die mich mal richtig stören, dann lasse ich sie mir auch wegmachen. Also bis jetzt bin ich noch Naturbursche
Aber wenn mich die Schlupflieder Tränensäcke stören, dann lasse ich mir das machen. Also, weil man ist ja auch im hohen Alter, wie ich bin, vital, fit, arbeite, so wie mein Freund Kalmund. Und deswegen kann ich durchaus verstehen, dass man dann im Alter auch fit aussehen will und eben eine gute Optik hat. Sie arbeiten, Frau Vollreit, seit 20 Jahren an der Optimierung Ihres Körpers. Was ist denn für Sie so die Idealvorstellung eines Aussehens oder eines schönen Körpers und eines schönen Aussehens? Naja, ich bin ja vor etwa 20 Jahren mal zur Miss Barbie Deutschland gewählt worden und das fand ich auch irgendwie richtig gut. Also ich finde die Barbie schon, finde ich schon eigentlich, wenn es das geben würde, eine ideale Frau. Ne? Und wenn Sie jetzt so nachdenken, wir reden ja auch über jünger Aussehen, was Sie gerade gesagt haben. Mhm. Stellen wir uns mal vor, Sie wären mal 65 oder so und Sie würden auch so aussehen wie 65. Also, was ist das für eine Vorstellung für Sie? Ich sehe einfach an dem Alter finde ich nichts Schönes. Also das heißt jetzt nicht, dass ich Menschen, die Falten haben, irgendwie schlecht finde oder verurteile. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber für mich selber, ich möchte so gut wie möglich altersentsprechend aussehen. Also ich möchte nicht in den Spiegel gucken und 1000 Falten im Gesicht haben. Aber das entscheide ich nur für mich. Ich finde, das muss jeder halt für sich selber entscheiden. Und also ich würde alles tun, um möglichst lange so gut wie möglich auszusehen. Ich möchte mich jetzt auch nicht irgendwie umoperieren lassen. Ich würde das gerne, was da mit den Lippen mal misslungen ist, eventuell dann mit der Dr. Mank vielleicht helfen kann. Sie haben schon ein bisschen hin und her gedient. Ja, richtig, genau. Das vielleicht noch ein bisschen korrigieren lassen. Gut, den Sport habe ich leider ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit, aber ich habe sonst immer was getan, die ganzen Jahre lang. Also mich nicht da faul hingesetzt und gesagt, hier so und so, operieren Sie mich mal, ja. Aber lernen wir Sie noch mal ein bisschen näher kennen. Sie haben schon kurz was zu Ihrer Kindheit gesagt. Wir haben auch ein paar Kinderfotos von Ihnen da. Wie wichtig war Ihnen da schon das Aussehen und waren Sie mit sich zufrieden oder nicht? Da als Kind, ich glaube, ich war schon als Kind immer, ich weiß, ich hatte eine Freundin und wir haben in dem Alter, vielleicht ein bisschen älter, immer mit so einem Nachbarsohn gespielt. Und da habe ich den immer schon gefragt, Robert, wen findest du schöner, die Marion oder mich? Also da war ich schon irgendwie, ja, und schon als Teenie habe ich alle Sendungen auch geschaut, alles, was so mit Schönheit und so zu tun hat. Habe mich also immer sehr dafür interessiert, habe in Kaufhäusern die ganzen Modemagazine gelesen und so. Und meine Mama, die kam ja auch aus der Kosmetikbranche, ne? Die hat sich auch immer schön geschminkt und so, auch mit rosa Lippenstift, ne? Und irgendwie kommt man dann so auch ein bisschen nach der Mama, ne? Und wie ging es dann weiter? Sie sind dann so in Richtung Barbie gegangen, haben da auch, wie gesagt, haben Sie ja gerade schon erwähnt, auch einen Preis gewonnen sozusagen im Fernsehgarten, haben das war Anerkennung. Gar nicht geplant. Also das hat sich wirklich so ergeben damals, dass man mich da angesprochen hat. Und dann habe ich gedacht, naja, warum nicht? Ja. Und wollten Sie denn bewundert oder gemocht werden, wenn Sie das so? Ich möchte eigentlich schon gemocht werden, ja. Ich möchte schon gemocht werden. Ja. Was haben Sie denn? Schon, ich bin ein sehr, sehr, sehr sensibler und sehr empfindlicher Mensch auch. Und ich möchte schon gemocht werden. Ja, das, Also deshalb ist ja auch das Schönheitshandeln so wichtig, weil sehr viele Menschen meinen, dass wenn sie schön sind, auch anerkannt werden. Ich habe eine Frage. Haben Sie sich jemals wirklich schön gefühlt? Also wirklich so zu Hause, also ich beheimatet bin sehr, sehr, sehr kritisch mit mir. Ne? Ja. Also ich bin ja auch eine Perfektionistin und ich bin nicht perfekt. Ne? Und ich finde alles, was Niemand perfekt ist, finde ich schön. Ja. Ja. Wenn Sie in den Spiegel schauen und Sie haben ja jetzt dieses Ideal der Barbie immer vor sich gehabt und dann sehen Sie sich da im Spiegel, sehen Sie dann noch sich oder sehen Sie diese Figur, die Sie kreiert haben, Absolut die Sie nicht. Erschaffen haben? Ich Sie sehe sehen nur mich, sich. Ja. Wie gesagt, ich habe das auch gar nicht, ich habe das ja nicht geplant, ich habe mich ja jetzt nicht daraufhin operieren lassen, sondern die OPs, die ich hatte, die habe ich für mich gemacht, weil ich im Kopf irgendwie ja dieses Schönheitsideal auch habe. Ne? An welchen Dingen haben Sie gearbeitet? Schlank also war ich schon immer, da musste ich mir jetzt nichts absaugen lassen oder so, im Moment bin ich ein bisschen extrem dünn, weil ich halt viel hinter mir habe. Und ich habe halt wirklich auch mein Leben lang eigentlich Sport gemacht, bis in letzter Zeit, weil es mir einfach nicht so gut ging. Habe mich da ein bisschen hängen lassen, das muss aber wieder gemacht werden. Und habe schon sehr viel auch für mich getan. Also Sie hatten auch viel Pech mit Schönheitsoperationen. Ja, es musste 7-mal
mussten ihre Lippen korrigiert werden. Sie haben eine Brust-OP gehabt, da wären sie fast gestorben. Ja. So hart kann man es sagen, oder? Ja, also richtig hart. Ne? Also da, ich kann sagen, ich bin wirklich, wirklich an falsche Ärzte geraten. Ne? Also mit den Lippen, da hatten wir mal vor etwa 20 Jahren ein Arzt Silikon, flüssiges Silikon reingespritzt. Ne? Damals haben, das war so in, vor 20 Jahren so die Anfangszeit, wo man das, glaube ich, so gespritzt hat, auch mit den ganzen Lippen aufspritzen und so. Das ist natürlich ein Unding. Das ist ja heute verboten. Und das ist ein Unding und das habe ich teilweise auch mit initiiert, dass das verboten wird. Und wir haben einige solche Patienten an der Klinik und ich muss sie auch ein bisschen trösten, weil sie leidet drunter. Das tut ja auch weh. Das ist ja auch ganz hart hier. Das heißt, das ist ja auch ein funktionelles Problem. Und da kann man versuchen, dass man das aufweicht und verbessert. Das heißt, das ist ja eine Entstellung dann. Und da tut sie mir natürlich schon ein bisschen leid, dass sie dann die falschen Leute dann geraten ist. Aber wir werden versuchen, das zu verbessern. Dann auch für mich, ne? Weil, Wie haben denn weil ihre als ich das Bild gesehen habe, wo sie in dem Auto waren, da war das noch einiger, also da war diese Lippendeformität noch nicht. Also das war ja ganz schön damals. Ich hatte auf diesem Bild. Ja, genau. Da war das noch relativ natürlich. Also das ist jetzt in letzter Zeit durch viel Kummer, den ich hatte und auch den Tod meiner Mutter und Krankheit in der Familie bin ich ziemlich zusammengebrochen. Mein Immunsystem war sehr schwach und dadurch ist irgendwie so alles ausgebrochen, weil sich mein Körper nicht mehr wehren konnte. Und dann hat sich plötzlich dieses Silikon da rausgedrückt, ne, unter anderem auch. Ja. Und, wenn Sie Ihre Mutter ansprechen, wie fand die das? Meine Mama, die fand immer das ganze Barbie, fand die immer ganz schrecklich. Ja. Das wollte das hat die immer, die hat das gehasst, ja. Also, na gut, manchmal, wenn sie angesprochen wurde und so, aber wir haben deine Tochter im Fernsehen gesehen, so, na, irgendwie war sie dann schon stolz, aber das ganze Barbie-Ding hat sie gehasst, ja. Wenn Sie sagen, Mensch, Sie möchten nicht alt werden, Sie möchten nicht alt aussehen, ist das eigentlich ein Kampf, den man gewinnen kann? Was hat denn das Altern Gutes? Also mein Papa auch, der hat letztens gesagt, der ist jetzt auch schon älter, der sagt, also ich, Kind, hat er auch gesagt, ich finde an dem Alter ist nichts Schönes. Also ich finde, dass man wird gebrechlich, man... Also das sind einfach Bilder, also die Alternative, nicht alt zu werden, ist also jung sterben. Und ich glaube, wenn ein sinnvolles Leben darf sehr wohl alt sein, gebrechlich sein. Ja. Es geht ja um Menschen, ja, also Sie haben ja sicher auch nichts gegen Menschen im Rollstuhl Menschen oder wenn also mit Handicaps und so weiter und so fort. Deshalb, es ist nicht wichtig. Dicke Menschen, also das ist wirklich, ich gucke wirklich auf den Menschen. Ja. Herr Tschida, ist diese Angst vor Älterwerden auch in Ihnen drin, dass man das dann irgendwann sieht, gebrechlich wird, was auch immer? Nein, also ich denke, im Alter kommen andere Qualitäten dazu, wie zum Beispiel Lebenserfahrung, Weisheit. Und das Äußere tritt dann mehr in den Hintergrund. Das wird dann nicht mehr so wichtig, weil andere Qualitäten einfach überwiegen. Wenn man natürlich denkt, beides miteinander vereinbaren zu müssen, dann kann das jeder für sich entscheiden. Ich denke nämlich auch, dass der Vergleich mit anderen einen immer unglücklich macht. Das ist das Problem. Deshalb die Grundlage wäre, sich selbst nicht zu bewerten und vor allem andere nicht zu bewerten. Und dann kommt es überhaupt nicht zu diesem Vergleich. Es gibt auch mal, es gibt ja auch Leute, die begreifen das für sich ganz anders. Die sagen, ich sehe nicht die Falte und sage, ich sage nicht, dass jeder diese Einstellung mitbringt und sage, oh, die steht jetzt fürs Alter, die steht für Vergänglichkeit, sondern die sagen, das sind Linien und die Linien erzählen was über mein Leben, ja, und die hinterlassen da die Spuren. Und wenn das Gesicht halt, wie bei Konrad Adenauer, zerfurcht ist, dann sagt das trotzdem was. Man sagt ja auch, ein Charakterkopf kann auch was haben. Müssen wir alle so jung aussehen? Nee, also ich habe ja eben eine völlig andere Auffassung wie die junge Frau jetzt. Also ich habe, du hast ja jetzt gesprochen, du hast die Auffassung. Natürlich, wenn mir heute einer sagen würde, Mensch, ich kann dich direkt 10 Jahre jünger machen, würde ich sagen, bitte setz mich in die Maschine rein. Aber das ist doch logisch, das würde jeder machen. Aber im Grunde genommen lebe ich mit dem Alter sehr gut. Wenn man heute über Marenband eben gesprochen habe, dann hängt es mit zusammen, dass ich mal so einen kleinen Warnschuss, Gesundheitswarnschuss gekriegt habe, der sagt, jetzt musst du dich damit
beschäftigen und auch damit muss man sich arrangieren, genau wie Sie sagen. Ich war jetzt auch mal im Rollstuhl kurz nach einer Bandscheibengeschichte oder im Rollator. Ja, da musste Gas geben, da musste kämpfen und es war trotzdem für mich Lebensqualität. Ich habe festgestellt, dass meine Freunde, Nachbarn, wo können wir dich hinfahren, Kalli? Was können wir machen? Was können wir tun? Meine Frau, alles zusammengerückt ist, um das Thema dann zu meistern. Das ist auch schön. Ja, dann, natürlich hätte ich lieber jetzt, dass ich laufe wie ein Dachs. Ne? Und auch für 10 Jahre jünger wäre das kein Wunschprogramm, das Leben. Aber und du musst das Beste daraus machen, wenn du das immer bejammerst. Optimistisch, mehr offensiv und Freude am Leben. Und es ist schön zu sehen, wie Sie unter Dampf stehen, egal wie gut Sie laufen können. Kurz, Herr Mang, und dann nochmal Sie, Frau Vollrath. Ja gut, also man muss schon das etwas differenzierter sehen. Also ich glaube, dass niemand hier das Altern und Gebrechlichkeit gut findet. Mhm. Also wenn man in der Früh aufsteht, dass die Knochen einem wehtun, dass die Zähne schlechter werden, was soll daran schön sein, frage ich mich. Das muss man doch ganz klar sagen, dass das Altern, die Reduktion der Vitalität, ein Problem für alle Menschen ist. Und das kann keiner gut finden. Aber es gibt Kulturen, das kann keiner das gut finden. Es geht hier nicht, es geht hier nicht um die Optik. Ja, die Optik, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass keiner gut findet, wenn einem die Zähne ausfallen, die Haare ausfallen, wenn einer kaum mehr laufen kann, wenn er im Rollator ist. Er würde sich wünschen, dass er lange vital und fit bleibt. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass einer das toll findet. Ja. Dass man das mit Würde sieht und dass man das Alter akzeptiert, ist eine andere Sache, aber gut ist es nicht. Also, ich finde es nicht gut, wenn ich gebrechlich werde. Es geht weder ums Gut noch ums Schlecht. Und das, was Sie beschreiben, ereilt meistens Menschen, wirklich alte Menschen, also über 80. Wir haben mehrere Untersuchungen zwischen 60 und 80, dass sich die Menschen viel besser fühlen als zwischen 40 und 60 beispielsweise. Also das kann ich und da, ob Sie es unterschreiben können oder nicht, es geht ja darum, es geht um die strukturelle Betrachtung, was passiert, wie fühlt man sich alt. Und Menschen sind soziale Wesen. Und wenn wir hören, wie wir alt werden, wenn wir es genau beschrieben kriegen, also auch physiologisch, dann geht es auch unter unsere Haut. Es gibt keine Natur, Herr Mang. Über die 5000 Jahre Geschichte schreibt sich Politik, Wirtschaft und Interessen und Medien und unsere Gespräche in unsere Haut ein. Wir haben darüber geredet und Sie sagen selbst, die Leute wollen jung bleiben, die wollen jung aussehen. Es geht um einen Körperkult. Gehören Sie zu den Profiteuren dieses Körperkults? Ja, ganz klar, aber noch ein Satz. Ich fühle mich fit, vital, liebe meine Arbeit. Ich, wie Ecclestone, man muss mich wahrscheinlich aus dem OP tragen. Ich strotze vor Vitalität, genauso wie der Rainer. Und was ich gemeint habe, dass ich natürlich mich hin und wieder ärgere, dass ich jetzt nicht von der Optik, sondern dass ich einfach gewisse Mängelerscheinungen mit 68 habe, die ich mit 50 nicht hatte. Aber ich akzeptiere voll mein Alter. Gehören Sie zu den Profiteuren? Natürlich. Die Schönheitschirurgie boomt, bedingt auch durch die Medien. Keiner will unbedingt alt aussehen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber sehr viele wollen nicht alt aussehen. Und deswegen sind in Deutschland über 1 Million Schönheitsoperationen im Jahr 2016 gemacht worden, fast mehr als in Frankreich oder Italien. Aber sie hat es reich gemacht, das kann man schon sagen. Ja, natürlich. Also ich gebe das auch zu, ich bin stolz. Ich habe mein Studium mit Taxifahren, mit Tennislehrer, Skilehrer verdient. Ich habe mir alles selber verdient und deswegen bin ich auch stolz durchaus, was ich geleistet habe. Man kann das ja auch herzeigen. Wir sehen jetzt mal einige Bilder. Zunächst sehen wir noch mal die Bilder vom Bodensee. Ja, schön. Aber es sind ja auch noch andere Dinge, die ihr Leben ausmachen. Wir sehen gleich das Boot und anderes. Welche Statussymbole? Alles Oldtimer, die ich habe. Ich restauriere ja alles Alte. Das ist eine ganz alte Harley mit meiner Frau, die auch 20 Jahre. Alles ist Restaurationsobjekte. Ja, und was sind Ihre Statussymbole? Das ist ja so ein armer Alter. Restaurations. Welche Statussymbole sind Ihnen wichtig? An sich sind mir gar keine wichtig. Ich habe Freude daran. Wenn ich nach Hause komme und steht ein schönes Auto, da habe ich Freude daran. Ja? Also mir ist mein Statussymbol wichtig, dass ich was geleistet habe, dass ich Freude an der Arbeit habe und dann
freue ich mich halt über schöne Dinge. Das ist, glaube ich, ganz lege artis. Ohne jetzt über Einzelne hier zu reden, wird es mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit, dass man den Körper als das ansieht, was man perfektionieren, optimieren kann, ja, und ja, sollte? Absolut, ja, absolut. Das ist eben, das ist der Religionsersatz. Die Diesseitsreligion ist tatsächlich die Schönheit, aber es lässt den Menschen unendlich einsam, weil ein Mensch ist nicht dazu gemacht, eben als soziales Tier, nur sich um sich selber zu kümmern. Die Menschen wachsen unter Menschen. Und eben die Anerkennung ist etwas vom Wichtigsten. Und deshalb wollen dann viele Menschen also möglichst schön sein damit und meinen dann, sie kriegen Anerkennung. Aber das sind private Themen. Ich finde eben, es wäre viel wichtiger, sich zu konzentrieren auf was Menschen aber tun und nicht, genau, wie sie aussehen. Die Frage ist ja, das darf auch eine Rolle spielen, aber es ist nicht die wichtigste Rolle. Die Frage ist ja auch, welcher Druck da dann entsteht. Also wenn es selbstverständlich wird, dass wir an uns, ja, arbeiten, und wenn es selbstverständlich wird, dass, ja, wir uns jünger machen und das begradigen lassen, ja, was ist denn mit denen, die in Zukunft noch eine krumme Nase haben, ja, die Tränensäcke haben? Gelten die dann als diejenigen, ja, die sich nicht leisten können, die nicht mehr zu den Gewinnern zählen? Genau, es gibt ja auch ein Science-Fiction, der schon von Genreichen, also genetisch Reichen, die schon aussortiert werden, und den Genarmen. Also da gibt es schon auch, gibt schon jetzt eine Klassengesellschaft. Zum Beispiel der Schlankheitswahn ist jetzt schon eine Klassengeschichte, weil die unteren Einkommensschichten viel mehr quasi mit Übergewicht zu kämpfen haben. Aber das sind wirtschaftliche und soziale. Ja, es gibt immer Ausnahmen. Es sind wirtschaftliche und soziale Fragen, die auch wirtschaftlich und sozial und politisch behandelt werden sollten und nicht via Gesundheit. Also wir haben ja die Geschichte mit dem BMI, ich glaube, das erzählen Sie auch in Ihrem Buch, also dass der Body-Mass-Index immer also so weit runtergesetzt wird, dass alle Anwesenden hier übergewichtig sind. Oder? Also es wird auch pathologisiert, der menschliche Körper, weil man dadurch viel Geld da macht. Da ist ja jetzt auch so, dass 25 bei Männern ist die Schallgrenze. Man geht jetzt rauf bis 30, dass man sogar dann vitaler und gesünder ist. Und genauso bei Frauen unter 20 finde ich nicht gut. Aber das wird natürlich durch die Medien einoktroyiert. Paris, Mailand, die Models, ich meine, die schauen teilweise furchtbar aus. Und das ist, da muss man gegensteuern. Da müsste Karl Lagerfeld mal auch was Korpulenteres nehmen. Ja, das ist natürlich der Schönheitswahn, den ich nicht unterstütze. Also für mich zählt natürliche Schönheit, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut. Und wenn ich mich in meiner Haut nicht wohlfühle, dann kann er zu mir kommen und dann bespreche ich mit ihm. Auch psychologisch, ich schicke 8-10% weg, wenn ich sehe, das ist nicht machbar oder zu übertriebene Erwartungen oder Schönheitswahn, dann schicke ich die Leute weg. Aber es gibt in der ästhetischen Chirurgie eben viele Dinge, also Seelenheil mit dem Skalpell, wo man helfen kann. Man muss nicht jeden Mangel aussitzen, wenn es einen stört. Manchen stört die Hakennase nicht, dann bin ich froh, wenn er die behaltet. Das ist ganz klar. Aber sind Sie nicht auch unter Druck, dass, wenn der Trend ist, alle wollen, ich habe jetzt gehört, alle wollen Waden, irgendwie neue Waden, die Waden sollen an. Ja, also sind Sie da nicht auch unter Druck, dass, wenn viele das wollen, dass Sie da mitgehen? Nein, ich bin inzwischen eben schon Pionier der Schönheitschirurgie und das mache ich nicht mit. Das heißt also, ich warne vor Rippen rausschneiden des siebten Ritte, damit ich aussehe wie Victoria Beckham, oder Sixpack bei Männern. Da sage ich, er soll sich lieber abquälen. Oder Wadenimplantate kommen wirklich vor. Im Oktoberfest kamen Italiener zu mir, die wollten Wadenimplantate, damit sie stramme Wadeln haben wie die Bayern. Da habe ich gesagt, geh zum Loden frei, kauf dir Socken und stopf sie aus. Also ich bin schon sehr kritisch geworden. Ja? Also man muss nicht... Wenn Sixpack angesprochen wird, was tun Sie? Ja, trainiert, also was tun Sie an, genau, was investieren Sie Woche für Woche, um so in Shape zu sein, in Form zu sein? 4-5 Mal die Woche, 2 Stunden Sport, ja, in Verbindung mit einer optimalen Ernährung, mit einer Diät. Also es ist halt antrainiert dann, das ist nicht irgendwie geschummelt. Und ich finde auch, wenn man was geleistet hat, dann kann man darauf stolz sein. Und wenn das jemand anderes für einen bewerkstelligt hat, dann ist das ein bisschen schwierig, das Thema. Bei mir war das auch so mit der Beinverlängerung. Man sagt zwar, ich habe mir die Beine verlängern lassen, aber ich habe mir die Beine selbst verlängert. Sie wollten mal Lehrer werden, haben Sport und Latein studiert, genau, haben sich dann aber
für eine Modelkarriere entschieden und haben das andere bleiben lassen. Warum? Was war genau der Anlass? Ich habe während des Studiums schon gemodelt und konnte beides nicht mehr miteinander vereinbaren. Und da war ich halt vor die Wahl gestellt, machst du jetzt nur halbherzig weiter in beiden Bereichen? Ich war mit dem Herz nicht dabei beim Lehrerberuf. Ich habe das eher aus Mangel an Alternativen einfach mal gemacht, weil es halt die Gesellschaft auch so will, dass man den normalen Weg geht, dass man studiert, egal was, Hauptsache man hat Abitur und fängt danach an zu studieren. Aber mein Herz wollte was anderes und das war das Modeln zusammen mit Schauspiel. Ich mache jetzt auch seit 2 Jahren immer mehr als Schauspieler, weil es noch ein bisschen lebendiger ist. Aber so hat sich das dann entwickelt bei mir. Und als ich angefangen habe, als Profimodel zu arbeiten, bin ich so vielen Leuten begegnet, die wirklich Ahnung in der Branche haben. Also Designer, die dann auch verantwortlich sind für diese Maße, über die wir vorhin geredet haben. Und das sind einfach Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Was haben die Ihnen dann gesagt? Sie waren doch erfolgreich als Model. Ich hatte schon einige Jobs, aber es ging nur bis zu einem gewissen Punkt. Über diesen Punkt wäre ich nie hinausgekommen. Und das einzige Manko war, laut Aussage der Designer und Auftraggeber, dann die Körpergröße. Ich habe mich auch nie unwohl gefühlt mit meinem Körper. Im Gegenteil, ich war immer sehr sportlich und habe immer schon mich mit gesunder Ernährung beschäftigt, seit ich 10 Jahre alt war. Aber das kam dann von außen. Das waren die gesellschaftlichen Vorgaben, die mich dazu dann gedrängt haben. Ich hätte auch mit meinen 1,78 gerne gemodelt, aber es war mir einfach nicht möglich. Aber um das nochmal festzuhalten, Sie selbst haben sich nicht schon als zu klein empfunden oder so, sondern das waren eher die Vorgaben der Branche. Ja, also ich habe nie das so empfunden, dass ich zu klein gewesen wäre. Ich war ja mit 1,78 genau im Durchschnitt, kann man sagen. Wie sind Sie dann überhaupt auf die Idee gekommen, diese OP in Betracht zu ziehen? Das war relativ spontan. Ich habe im Fernsehen einen Beitrag gesehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Und die Entscheidung ging dann relativ schnell. Ich hatte kurz vorher noch einen Auftrag für den Thomas Rath, für einen der bekanntesten Designer in Deutschland. Und er hat mich persönlich angesprochen unter 4 Augen, hat gemeint, dass er mich sehr gut findet. Da ist das Foto, genau, das war für ihn. Aber die anderen würden mich nicht nehmen mit dieser Körpergröße. Die würden sich meine Fotos überhaupt nicht ansehen. Die sehen nur die Maße, die sehen 1,78, der fällt direkt raus. Alles andere wäre irrelevant. Und weil er gesagt hat, es ist so schade, sonst passt alles. Und es ist ja auch nicht nur das Aussehen, es gehört auch die Ausstrahlung dazu und dass man sich auch bewegen kann und das schauspielerische Talent. Aber es hat halt einfach an dem einen Punkt hat's halt gehapert. Und das habe ich dann behoben. Ich bin Pragmatiker. War das dann sofort klar und schnell, dieser Entschluss, oder ist der gereift? Ja, das war fast über Nacht, kann man sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das innerlich schon länger vorgehabt hatte, unterbewusst, eventuell schon, weil ich halt von Anbeginn meiner Karriere als Model immer damit konfrontiert worden bin. Und innerhalb von einer Woche habe ich das dann in die Tat umgesetzt. Und nur damit wir das verstehen, ist es dann so, Sie werden operiert und dann sind Sie gleich, wie viel Zentimeter haben Sie angestrebt? 8 Zentimeter war das Ziel am Anfang. Und sind dann gleich 8 Zentimeter größer oder wie läuft das? Nein, es war ein sehr langer Prozess, deshalb habe ich auch gesagt, dass die nicht verlängert wurden, sondern dass ich sie selbst verlängert habe, weil das mit einem bestimmten Mechanismus funktioniert hat. Man kann sich das so vorstellen, in meinen Oberschenkelknochen war ein sogenannter Nagel drin, ein Marknagel, der im Knochenmark für Stabilität gesorgt hat, nachdem die Oberschenkelknochen angesägt worden waren. Das heißt, es entstand durch die 2 Schnitte in beiden Oberschenkeln gleichzeitig eine Lücke von circa 1 Zentimeter. Und um für Stabilität zu sorgen, wurde in dem Knochenmark dann dieser Nagel angebracht. Und dieser Nagel funktionierte wie eine Antenne, wie eine Autoantenne, kann man sich den vorstellen, die sich ausfahren lässt, wie ein Teleskop. Und mit einem Klickmechanismus, bei dem ich mein Bein in einem bestimmten Winkel gedreht habe, hat sich dieser Nagel dann um 0,07 mm ausgefahren. Und genau dazu haben wir hier die Aufnahme. Und jetzt müssen wir wirklich mal ein bisschen ruhig sein und auf das Geräusch hören. Ich finde, das hört sich grausam an, ehrlich gesagt.
Das war jetzt schon gegen Ende der Verlängerungsphase. Das sieht man auch. Ich war sehr dünn. Es war ein sehr anstrengender Prozess. Insgesamt lief das über 3 Monate, in denen ich jeden Tag 15 Klicks pro Bein machen musste. Das war anfangs sehr schmerzhaft, weil die ganze Muskulatur sich dagegen gewehrt hat. Die Sehnen mussten alle gedehnt werden, die mussten mitwachsen. Das Gewebe ist neu gewachsen. Und zu diesem Zeitpunkt war das schon Routine. Das war kein Vergleich mehr zum Anfang. Also beim Anfang war das nicht so mal eben so. Nochmal, wie war der Leidensdruck? Wie groß war der Schmerz am Anfang? Es war fast nicht auszuhalten. Also man bekommt dann schon starke Schmerzmittel. Aber das Schlimme ist halt, dass die Muskeln sich verkrampfen, wie bei einem normalen Muskelkrampf, und man in den Krampf trotzdem noch reindrücken muss. Und das 15 Mal auf jeder Seite. Und danach ist es ja nicht weg, danach wird es nur noch schlimmer. Und der Prozess hat halt dazu geführt, dass es jeden Tag mit mir bergab ging. Das war vor allem für mein Umfeld dann auch sehr schlimm. Ohne meine Familie, ohne meine Freundin hätte ich das nie geschafft. Und diese Unterstützung, die hat mir sehr viel bedeutet, das werde ich denen auch nie vergessen. Das hat uns alle aneinander geschweißt, weil sie bereit waren, mit mir zusammen meinen Weg zu gehen und mir so eine Karriere zu ermöglichen, die mir sonst nie möglich gewesen wäre. Es hört sich ja schon ein bisschen nach Selbstfolter an, so ein bisschen. Also, haben Sie auch so empfunden, ja? Ja. Ja, aber ich habe es gerne gemacht für mein Ziel. Für die 0,07 Millimeter jeweils, oder? Genau, also 15 mal 0,07 sind dann circa 1 Millimeter pro Tag. Das ist so das Maximum, was man dann verlängern sollte. Und das habe ich dann halt jeden Tag gemacht, bis ich auf den 8 Zentimetern war. Sie bieten das, glaube ich, nicht an, ne? Was sagen Sie zu dem? Also Elisarow hat es ja vor 20 Jahren oder längeren Jahren publiziert. Und ich stehe dem schon sehr differenziert gegenüber, weil das ist ja ein Leidensweg, 3 Monate Leidensweg. Und ich finde, er hätte auch mit 1,78 eine Karriere machen können. Also das ist ja auch eine aufwendige Operation. Er hat ja selber gesagt, dass das sehr aufwendig ist, dass es schmerzhaft ist. Würden Sie es nochmal machen, die Tortur? Das wollte ich auch fragen. Ja. Nur wenn ich es jetzt wüsste, wie schlimm es wird, dann wäre es fast nicht auszuhalten. Eben. Ja. Also da muss ich schon sagen, das sind so Grenzbereiche in der ästhetischen Chirurgie. Wenn vielleicht einer Zwergwuchs hat, man kann ja bis zu 16 Zentimeter machen. Aber wenn man jetzt einen Zwergenwuchs hat oder so, okay, aber 1,78 finde ich eine gute Größe. Und wenn dann irgendein Designer meint, sie seien zu klein. Aber andererseits, wenn es Ihnen war es wirklich wichtig, also für die... Hat es Ihnen auch viel gebracht, sagen wir mal, beruflich, finanziell? Ja. Weil die Operation ist ja auch kostspielig, also... Das stimmt, die ist sehr kostspielig, die Operation. Ja. Und ich meine, das ist auch sicher hervorragend gemacht worden. Aber im Nachhinein haben Sie schon wahrscheinlich, würden Sie es nicht nochmal machen lassen, wenn Sie sagen, der Leidensweg war zu heavy, oder? Also ich würde auch niemandem das empfehlen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde. Ja. Nur bei mir war zu dem Zeitpunkt wirklich die Motivation da. Ich hätte alles für meinen Traum gemacht. Ja, ja. Und ich habe das immer wieder gehört von allen. Es ist so schade, dass du einfach nicht diese Größe hast. Und deshalb habe ich es gemacht. Ich war auch überhaupt nicht nervös. Mein Umfeld war nervös. Die hatten Angst um mich. Ich war im Tunnel. Ich habe nur noch dieses Ziel vor Augen gehabt. Und das war der Hauptgrund, warum ich das so schnell und so reibungslos durchgezogen habe. Also Sie haben sich dem System angepasst. Also früher hat sich quasi das System verändert, wenn eben ein toller Mann Model wird, auch mit 1,78, sieht super aus, kann gut schauspielen. Also Tom Cruise ist viel kleiner und hat eine große Karriere gemacht. Es war eine andere Zeit. Genau, und genau das müssen wir aber wirklich auch kritisch hinterfragen. Es ist, wenn man Erfolg haben will, gerade in Ihrem Beruf und wenn es Ihnen so wichtig war, dann haben Sie enorm viel geleistet. Aber sie mussten sich anpassen, einem System, das vielleicht eben mit den vermessert Logiken nicht wirklich in Ordnung ist.
Also warum passt sich die Modebranche nicht einem gesunden, 1,78 Meter großen, gut gebauten, talentierten Model an? Und warum muss es umgekehrt passieren? Genau, das ist und das Plädoyer. Passiert immer in allen Bereichen immer mehr. Aber ich glaube, den Körperkult kann man nicht mehr, den muss man in unserer Gesellschaft irgendwo, mit dem muss man sich auseinandersetzen, genauso wie im Internet. Man kann nicht sagen, die sind nicht alle verrückt, die das machen. Ich glaube, gerade er ist auch ein Beispiel, es muss jeder selber entscheiden, was für ihn letztendlich dann wichtig ist. Aber es muss auch natürlich, diese Ärzte müssen dann natürlich auch auf die Risiken und alles hinweisen und auch ihm sagen, was dann letztendlich passieren kann. Aber ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist es so, dass eben die Optik schon ein bisschen zu sehr benotet wird. Also ich meine, ich profitiere davon, aber ich bin auch ein Kritiker davon. Das heißt, ich versuche schon auch mal Leute wegzuschicken, wenn es zu aggressiv wird. Also das heißt, die Gesellschaft muss etwas umdenken. Auf die ästhetischen Chirurgen. Ich habe ja vorher gesagt, dass jedes dritte Mädchen unzufrieden ist mit dem Aussehen. Das hängt auch mit dem Handy zusammen. Wenn ich am Flugplatz bin, 10-Jährige, jeder zappt an seinem Ding rum. Und das ist eine Fehlentwicklung unserer Gesellschaft. Aber Herr Mann, iPhone. Sind Sie aber denn nicht der Gruppe zugehörig, die sagen, so sieht ein schönes Gesicht aus, so sieht eine schöne Nase aus, so sieht ein frisches Gesicht aus. Schafft das denn nicht gerade die Unzufriedenheit, die Sie gleichzeitig beklagen? Nein, das ist nicht so. Ich war ja 10 Jahre, habe ich Unfallchirurgie gemacht, Gesichtschirurgie. Das ist ein anderes Thema. Ja, und dann, ich sehe die ästhetische Chirurgie. Die ästhetische Chirurgie sehe ich als psychologische Chirurgie für Menschen, die unter einem Mangel leiden. Aber ist dieser Mangel eine Normvorstellung? Oder wird dieser Mangel gemacht, quasi, sei es durch Medien, sei es durch seltsame Gesundheitsvorschriften, durch Normierungen, durch Tabellen, die eigentlich völlig unsinnig sind? Oder sind es eben Mängel, die von den Menschen so empfunden werden? Und deshalb meine Frage nach dem Wohlbefinden. Ist das Wohlbefinden quasi die Sinnsuche des Lebens? Weil Menschen brauchen einen Sinn im Leben und nicht nur gutes Aussehen. Also das Wohlbefinden und nach Schönheitsoperationen sind über 90%. Über 90%. Sie haben gesagt, zufrieden. Wenn jemand mit einer Hakenhase und fliehenden Kinn rumrennt und gehänselt wird dauernd, ja, dann ist es segensreich. Wir reden aber nicht von den Fällen. Wir reden von den Fällen. Wir reden eben von anderen Fällen. Es sind ja tausend Fälle, wo man sagt, als Außenstehender, das hätte ja eigentlich überhaupt nicht sein müssen. Die sahen doch gut aus. Und trotzdem wollen sie da noch was verbessern und da noch was verbessern. Und manchmal hat man auch das Gefühl, man erkennt sie nachher nicht mehr so natürlich wieder. Auch diese Fälle gibt es ja. Aber ich möchte auch zu Ihnen jetzt noch mal kommen. Jetzt mal weitergedacht. Sie haben jetzt einmal sich angepasst. Wenn der nächste Schritt jetzt wäre, Sie müssten im Gesicht immer frisch aussehen, Sie müssten als Model auch dort konkurrenzfähig sein, würden Sie auch die nächsten Schritte gehen? Wäre da auch da eine Spritze oder dieses, jenes, um da die Falte noch ein bisschen zu reduzieren, für Sie dann auch der logische nächste Schritt? Also ich hatte vorher immer sehr dieses Körperbewusstsein, auch das Natürliche, und habe nur in diesem einen Fall wirklich die Entscheidung für meine Karriere getroffen und eine Ausnahme gemacht. Aber was jetzt die Zukunft bringt, das weiß man nicht. Aber auch als Mann mit Falten, mit grauen Haaren, kann man auch eine sehr gute Ausstrahlung haben. Kann man auch Werbespots drehen, sieht man es sogar eher die Zielgruppe meistens ab 30 Jahren. Dass man sogar dann als Male Model mehr Aufträge bekommt, weil man ein bisschen kerniger wirkt, nicht mehr so bübchenhaft. Ob das für Frauen auch so gilt, das ist wieder das nächste Thema. Es ist wieder das nächste Thema. Wenn Sie jetzt insgesamt, und wir reden ja hier einerseits auf einem persönlichen Level, aber auf der anderen Seite ja auch auf einem allgemeineren Niveau, würden Sie auch sagen, dass das Aussehen mehr und mehr auch dazu dient und der Körper, um sich als Persönlichkeit zu inszenieren? Ja, selbstverständlich. Aber ich denke, dass das schon immer so war. Nur das Schönheitsideal wird halt immer extremer durch die Medien, durch die sozialen Medien vor allem, wenn man Bilder hochlädt oder man sieht vor allem die Vorbilder aus Hollywood, die bearbeitet sind, die geschminkt sind. Und wenn man sich daran orientiert, dann muss man verzweifeln. Noch eine Frage, die sich an das anschließt, was Sie erlebt haben. Man fragt sich jetzt, wo sind denn da die Grenzen? Und es gibt ja auch Leute und Kritiker, die sagen, wir entwickeln uns immer mehr
zu so einem Bild, dass der Körper wie so ein Ersatzteillager ist. Ja? Dass man es immer mehr so als Maschine nimmt. Da kann ich was auswechseln, da kann ich was verlängern, da kann ich was schöner machen. Was entsteht denn da für ein Bild vom Menschen, Frau Stempfli und dann auch Sie? Ja, eben. Also ich plädiere dafür, die Maschinen menschlicher zu machen und nicht die Menschen maschineller zu machen. Also dass wir darüber diskutieren, was ist Maschine und was ist Mensch, und dass wir dort uns auch wegbewegen von klassischen Normen, wie sich Menschen zu bewegen haben, also wie sie sich darzustellen haben, wie sie altern, weil altern, alle diese Dinge sind soziale Geschichten. Und ich plädiere natürlich immer wieder dafür, Leute, lebt ein Leben in der Öffentlichkeit mit anderen Menschen und nicht einfach nur privat. Weil diese Selbstobsession mit sich selber macht wahnsinnig einsam. Sie machen das nicht, weil sie haben das auch mit der Familie gemacht. Aber ich finde, sobald es sich nur noch um sich selber, um den eigenen Körper und die Befindlichkeit dreht, das ist einsam. Es ist auch nicht sehr interessant für alle Menschen drumherum. Also ich kenne zum Beispiel, ich bin ja auch in einem sehr bunten Kreis, ob das Fernsehen ist, ob das Sport ist. Und ich sitze ja jetzt hier, ich bin ja auch hier hingekommen, weil ich wusste, worum es geht, und ich wusste, dass ich hier nicht der Hauptpreis auf dem Podium bin, ne? Dass ich hier so ein bisschen, das Sondermodell bin. Aber was für mich auch völlig klar war, ist, wenn eine Frau oder ein Mann spielt, keine Rolle, sagt, ich will mir hier die Augenlider, die Tränensäcke, und ich will mir dieses oder jenes, und die Frau auch mit kleineren Schönheitsangriffen. Das würde ich persönlich bei meiner Frau akzeptieren, obwohl die es nicht gemacht hat. Ich würde es, oder einer sagt, ich will es ein bisschen an der Brust machen, wäre mir auch schnurzpiepegal. Also kleinere Reparaturen, wenn ich mir die Zähne machen lasse, neue Brücke, ich will vernünftig aussehen, dann muss ich das auch akzeptieren. Bei solchen Dingen, wenn ich jetzt sein Vater gewesen wäre, hätte ich da alles versucht, dagegen zu reden. Das ist ja klar, ich hätte gesagt, Mensch, du kannst jetzt hier Pädagoge, Lehrer werden, du bist in zwei Fächern gut, und dann machst du nebenher mit 1,78 eben diese Aufträge, die du kriegst, dann kannst du dein Hobby nachholen. Er ist auch im Fußball, meinst du, wie viele super Torhüter zu klein sind? Die können dann nicht in der Bundesliga spielen, die spielen in der dritten Liga. Verstehst du? Also das wären für mich so Dinge, wo schon eine Grenze ist. Wenn ich dann mit beim Arzt gewesen wäre und er hätte mir gesagt, wie viel Schmerzen, welche Probleme es von Infektionen gibt, hätte ich gesagt, Junge, Feierabend, das läuft nicht. Also ich muss das ganz klar sagen, ich drücke dir die Daumen, bin auch froh, dass das gut gegangen ist. Also toi, 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 da hast du deinen Lebenswunsch mit erfüllt oder deinen Berufswunsch. Aber das wäre mir dann ein Schritt zu weit, wie auch so radikale Operationen. Wenn mir so einer sagt, ich muss zum Wadenbein gehen, dann würde ich sagen, pass auf, ich habe eine andere Klinik, du musst mal oben die Rätschen richtig eindrehen lassen. Ne? Nicht im Wadenbein, ich habe einen guten... So, ich glaube... Da sind wir auch alle verpflichtet. Und wenn einer ein bisschen schön aussieht, hier der Hals weg und hier die Tränensäcke, ich zeige das jetzt alles schon bei mir, so, und die Ohren nicht so weit ab, dann ist da alles in Ordnung. Und die Frau sagt, oh, ein bisschen Stippelfrüchte, ein bisschen Fütsche hängen weg und ein bisschen die Brüsschen, ist auch in Ordnung. Wenn ich aber die nachher nicht mehr erkenne, sage, hallo, wer bist du denn, wo kommst du denn her? Nee, das ist mir dann ein Schritt zu weit. Und wenn mir das alles normal wird, dann ist diese ganze Branche okay, und mir... Wenn ich oft mit Männern, wir sitzen zusammen, da sagen wir, guck mal die an, wie die sich da aufgebrezelt hat. Es ist nicht nur so, dass das dann offensiv geht. Eine ganz natürliche, nette Frau, auch wenn sie 5 Kilo mehr hat, die ist uns dann lieber als so eine aufgetakelte, so eine kleine, ich hätte meine, so, das muss man einfach so sehen. Das ist nicht nur meine Meinung. Ich erlebe das und stelle das oft auch im normalen Leben fest. Auch da, wo Fernsehen ist, auch da, wo Fernsehen ist, da sind auch unterschiedliche Typen, markante Typen gesucht. Der eine mal mit einer Ecke hier, mit einer krummen Nase, der andere mit einem dicken Wams, der andere mit einer Glatze. Das hört alles dazu und das ist auch erfolgreich. Also könnt euch jetzt hier die ganze Litanei, ich könnte hier ein Bild nach dem anderen dran werfen. Sag ich, guck mal den, guck mal den, nee, guck nee, mal nee, den, also guck mal den. Aber die Leidenschaft ist erstmal toll, mit der Sie das vortragen. Ja? Ich würde gerne zu Ihnen kommen. Frau Duschelbauer, Sie haben 2009 eine Operation gemacht. Worum ging es da genau? Was wollten Sie machen? Es war eine Bauchdeckenstraffung. Eine Bauchstraffung. Ja. Davor, muss man sagen, waren Sie beruflich erfolgreich, ja. Verheiratet, haben 3 Kinder. Bevor Sie diese Operation gemacht haben, die für Sie dann nicht gut gelaufen ist und einen jahrelangen Albtraum bedeutet hat, wie ging es Ihnen denn? Wie haben Sie sich körperlich davor gefühlt?
Es ging mir eigentlich sehr gut. Wie gesagt, ich hatte Familie, 3 Kinder, Ehemann, tollen Job, habe Sport gemacht, habe durch die Kinder natürlich immer wieder zugenommen. Ich habe auch im hohen Alter noch einen Nachzügler bekommen, es waren sehr viele Kilo, abgenommen, zugenommen. Also Diät gemacht, Sport schon gemacht? Immer wieder, aber es war immer so ein Jojo-Effekt. Also man hat das nicht mehr so hinbekommen wie vorher, aber es ging mir gesundheitlich gut. Es war nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Einschränkungen hatte. Ich fühlte mich wohl, wobei ich jetzt sagen muss, nicht ganz vom Aussehen her. Durch das Abnehmen und Zunehmen, natürlich, es ist so. Wenn jemand jetzt 160 Kilo hat und 60 Kilo abnimmt, ist einfach eine Haut da. Und die kann man nicht wegretuschieren wie im Photoshop, im normalen Leben, sie ist da. Und das war natürlich bei mir auch jetzt nicht so extrem, aber es war da. Und es hat, ich muss sagen, für mich persönlich, mir hat es nicht gefallen. Da ging es nicht um jemand anderen oder um meinen Mann oder sonst jemanden. Es hat mir einfach, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt in dem Ganzen. Ich glaube, das, was Sie erzählen, dass man sich nicht so wohl fühlt, dass man eine Diät macht oder Sport, dann nimmt man ab, hat Erfolg. Dann lässt das aber wieder nach, das Gewicht geht wieder nach oben, es bleibt die Unzufriedenheit. Ich glaube, das können ganz viele hier nachvollziehen. Aber was hat Sie dann dazu gebracht, diesen Schritt der Operation anzugehen? Das waren sehr, sehr viele Umstände. Das war auch, muss ich sagen, wirklich für mich. Ich habe mich in meinem Job nicht wohl gefühlt. Ich hatte einen Job, wo man repräsentativ sein musste. Ich für mich persönlich, ich war auch immer so ein bisschen Perfektionist an mir selbst, sei es jetzt, dass man gestylt ist, dass man in seinen Job so, wie man es braucht, auch hingeht. Und ich stand eben jeden Tag vor dem Spiegel und habe mir gedacht, nein, das ist nicht mehr das. Also es war wirklich von mir aus selbst. Es war auch so jetzt, dass viele natürlich, wie ich schon gesagt habe, von außen hin, wenn sie jetzt wohin gegangen sind, so wie ich wollte mir eine Jeanshose kaufen, ja, und die Verkäuferin hat mir angeschaut und gesagt, also in ihrer Größe haben wir die leider nicht. Es war immer so ein Dämpfer obendrauf, noch zu meinem Gefühl dazu. Und da habe ich dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, so will ich das nicht mehr. Ich möchte das einfach nicht mehr so dieses jeden Tag aufstehen und sich anschauen und auch mit der Kleidung, es hat nichts mehr gepasst. Ja. Und da habe ich dann den Schritt, habe ich mir gedacht, ich werde das jetzt tun. Ich war bereits 52, für mich wäre das vorher nicht in Frage gekommen, aber das hat sich durch diese ganzen Situationen so ergeben und für mich selbst wollte ich das dann haben. Sie haben dann die Operation angestrebt bei einem Arzt, den Sie kannten. Sie hatten viele Jahre vorher schon mal eine medizinisch bedingte Brustverkleinerung und sind dann zu diesem Arzt gegangen. Haben Sie dann auch über mögliche Risiken mit ihm gesprochen? Das war ein großer Fehler von mir. Also ich hatte ein kurzes Gespräch, das dauerte circa eine halbe Stunde. Da wurde mir nur kurz erklärt, wie der Schnitt funktioniert. Keine Risiken, also das wurde wirklich bagatellisiert. Ach, das ist so wie bei einem Kaiserschnitt, ein kleiner Bikinischnitt, kein Problem. Also da schneiden wir das weg, dann nehmen wir das wieder zusammen. Also das wurde wirklich so verharmlost. Und ja, ich habe den Arzt vertraut, ich habe den jahrelang gekannt und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt nicht so großartig, dass man sagt, weiß Gott wie. Und da habe ich einen Fehler gemacht, ich hätte da mehr recherchieren sollen. Ich muss sagen, ich war vorher schon bei anderen Ärzten, nur einmal zu sprechen wegen einer Fettabsaugung. Die Möglichkeit habe ich in Betracht gezogen. Nur die Ärzte sagten mir, das geht nicht, das ist Haut vom Abnehmen. Und das kann man nur mehr operativ wegschneiden. Und dann bin ich eben zu diesem Arzt gegangen, weil ich dachte, okay, zu dem habe ich Vertrauen, den kenne ich jahrelang. Ich wusste natürlich nicht, welche Operationen hat er schon gemacht in dieser. Es gibt Chirurgen, die machen jetzt viele Brust-OPs und nicht in dem Bereich. Das war auch ein Fehler, mich da zu erkundigen. Und dann habe ich ihm vertraut und es gab ein halbstündiges Gespräch
über ist nichts, wird nichts, kein Problem und braucht man nicht und was soll ich vorher noch machen, soll ich zum Rauchen aufhören, auch ein bisschen einschränken, das reicht, das ist nicht so tragisch. Gut, das war's und er hat gesagt, rufen Sie mich an, wenn Sie einen Termin haben wollen. Dann wurden Sie operiert? Ja, am 24. April 2009. Und wann haben Sie gemerkt, da ist vielleicht irgendwas nicht so gelaufen? Ich habe das eigentlich schon am selben Tag nach der Narkose bemerkt. Es ging mir wahnsinnig schlecht, ich hatte hohes Fieber. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch nicht nur jetzt ein Schnitt, wie vereinbart, als Bikinischnitt gemacht wurde. Und als mir das erste Mal der Verband runtergenommen wurde, habe ich auch gesehen, dass ganz anders geschnitten wurde. Also nicht so, wie es besprochen war. Und einen Tag darauf habe ich auch dann schon beim Verbandwechsel gesehen, also wie die Drainagen dann rausgekommen sind, dass irgendwie der Bauch verfärbt war. Wir sehen hier jetzt auch ein Foto, es kommen noch andere. Ich will das nur mal so andeuten. Wie war das, als Sie dann diese Wunde gesehen haben? Wie ging es denn dann weiter? Ja, ich wurde eigentlich mit Fieber und mit dieser Wunde entlassen am dritten Tag. Ich habe den Arzt dann auch darauf angesprochen und er meinte, ach, das ist das wird eine Kruste wie bei einer Fieberblase, die fällt dann ab, das ist oberflächlich, das ist normal, da brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Da ich ja das nicht wusste und mir auch nicht vorinformiert hatte über wie das ausschaut oder wie das sein kann, habe ich den Arzt voll vertraut. Und dann? Dann sind Sie nach Hause? Ich bin dann entlassen worden und es wurde natürlich von Tag zu Tag schlechter. Ich habe ständig den Arzt angerufen und gebeten, ich komme in die Ordination, bitte schauen Sie sich das an, das kann nicht stimmen. Ja. Wundwasser läuft, es ist alles schwarz, ich fühle mich nicht wohl, ich hatte Fieber. Und er meinte immer nur, nein, das ist alles normal und ich brauche auch nicht zu kommen und ich soll mir keine Sorgen machen und ich soll einfach ein paar Handtücher auflegen, damit das Wundwasser sich aufsaugt. Und das ging natürlich über einen längeren Zeitraum, bis ich dann wirklich nicht mehr ausgehalten habe und mein Mann hat gesagt, so, und wir fahren jetzt einfach in die Ordination. Das Problem war, er war ja nicht ständig in der Ordination, dass ich einfach hinfahren hätte können. Ich habe versucht, einen anderen Arzt anzurufen, der hat gemeint, ich habe die Operation nicht gemacht, bitte gehen Sie dorthin zu dem Arzt, der sie gemacht hat. Und wie hat der reagiert, als er dann diese Wunde gesehen hat, den Zustand, in dem Sie waren? Er war noch immer der Meinung, dass das normal sei und hat in der Ordination ohne Narkose, ohne irgendetwas, hat er mir dann so ein Loch ausgeschnitten, hat mich zur Seite gedrückt und hat das Wundwasser in einen Kübel geleert und hat gesagt, so, und das müssen wir jetzt leider alles noch einmal operieren, weil es hat sich da etwas vereitert und es ist eine kleine Nekrose entstanden. Da hörte ich das erste Mal das Wort Nekrose. Was heißt das für die, die das noch nie gehört haben? Das ist so wie ein Gewebe, das abstirbt. Ja, das ist bei dieser OP, wir führen das ja jede Woche durch, die Komplikation Hauptgefahr und deswegen kann so ein Patient natürlich nicht nach Hause entlassen werden. Das muss sofort gesäubert werden, Antibiotika spülen, dann wäre das alles nicht passiert. Und deswegen müssen solche Bauchdecken bei uns bleiben eine Woche und werden erst entlassen, wenn alles ganz sauber und fertig ist. Und wie ist es dann weitergegangen? Ja, und er meinte nur, das müsste man eben jetzt noch einmal herausschneiden, dieses tote Gewebe. Er würde aber erst in einer Woche operieren, weil er nur einmal in der Woche als Gastarzt in einem Krankenhaus operiert. Und ich soll jetzt nach Hause gehen, hat mir eine Mullbinde in dieses Loch gestopft und hat gesagt, und in einer Woche sehen wir uns. Und dann kommen Sie und dann werden wir das rausschneiden, dann ist das okay, das ist eine kleine Operation. Und hat mich nach Hause geschickt. Ja, gute Nerven. Und ich hatte wirklich eine Woche, ich hatte furchtbare Schmerzen, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann ist es ja zu Hause nicht jetzt so überhygienisch, das ist klar, ich bin kein Krankenhaus. Ich hatte diese offene Wunde mit einer normalen Mullbinde. Und ich lag da und konnte mich nicht bewegen. Das war wie wenn ich durch eine Trauswolke gehe, weil man das gar nicht so realisiert, was mit einem hier passiert. Und ich bin dann auch nach dieser Woche in dieses Krankenhaus. Ich meine, das war eine zweistündige Anfahrt noch dazu, weil das war in einem anderen Bundesland.
Da hat er mich dann operiert und gesagt, so, jetzt ist das alles in Ordnung. Sie bekommen einen Apparat, das nennt sich Wackapparat. Das ist ein Vakuum, das die Wundflüssigkeit durch einen Schwamm herauszieht, in ein Gerät hinein, ja, und hat mich wieder so nach Hause geschickt, wo ich mir schon beim, ich zeige Ihnen ein Foto, das ist wunderschön geworden. Und ich als Laie musste mir schon denken, da stimmt was nicht, da ist ja noch immer, ich meine, eine große, wusste ich inzwischen, wie die ausschaut, und gedacht, da sind ja noch in alle Ecken Nekrosen vorhanden, das ist nicht sauber, das ist wie wenn man aus einem Apfel etwas wegschneidet, was gefault ist, und man schneidet nicht alles weg. Das geht natürlich dann weiter. Und ich habe immer wieder ihm darauf angesprochen, ich habe ihm dann auch gefragt, wie dieser Apparat funktioniert, wer mir den wechselt. Ja, da kommt eine mobile Krankenschwester, sage ich, dann machen Sie das nicht, ich zahle Ihnen das extra. Ich möchte jetzt nicht irgendjemand noch Fremden haben. Nein, das mache ich nicht, kümmern Sie sich darum, das muss eine mobile Schwester. Ich wurde wieder so nach Hause geschickt, ja, ohne Information, ohne irgendetwas, und bin mit diesem hängenden Gerät zu Hause gestanden und wusste nicht einmal, ich wusste wieder nicht weiter. Und wie sah es mit Schmerzen aus? Also furchtbar. Also wie gesagt, ich habe diese Zeit wie irgendwie wie in Trance erlebt, weil diese Schmerzen, ich habe mir dann, muss ich sagen, ich habe früher bei einem Arzt gearbeitet und ich habe mir dann selber Antibiotika verordnet und habe mir die einfach geholt, weil ich mir gedacht habe, ich muss etwas machen, zumindest Antibiotika, weil die Gefahr, Blutvergiftung oder egal was, war, also ich hatte solche wirklich Todesängste, was auch dann bald soweit gewesen wäre, weil keiner da war und es hat mir auch kein anderer Arzt geholfen. Weil die Ärzte sagten, ja, ich habe Sie nicht operiert, gehen Sie dorthin. Also ich wurde abgewiesen von anderen Ärzten. Der muss sich das anschauen. Er weiß, wie er operiert hat. Wir können hier nicht eingreifen. Aber wie ist es denn dann weitergegangen? Also Sie waren bei diesem Arzt, der hat die Operation gemacht, der hat Sie weggeschickt, viel zu früh, wie wir erfahren haben. Das entwickelt sich so, wie wir es gesehen haben. Dann gehen Sie noch mal hin, es klappt wieder nicht, es wird ja noch mal schlimmer. Sie liegen da mit Schmerzen. Wann hat denn wer da die Reißleine gezogen und gesagt, so geht's? Ich muss sagen, ich hatte dann großes Glück. Ich hatte eine Nachbarin, die Krankenschwester war in einem Krankenhaus. Und wie dieser Wechsel immer stattgefunden hat, von der mobilen Schwester, habe ich schon bemerkt, dass ein unangenehmer Geruch kam und es einfach, wie gesagt, die Schmerzen hörten nicht auf. Sie war dann da, ich habe sie dann gefragt, hab gesagt, schau dir die Fotos an, ich ließ das immer fotografieren von der Krankenschwester, dass ich eine Dokumentation habe. Die hat sich das dann angeschaut, hat gesagt, da habe ich gesagt, da stimmt was nicht. Und sie hat auch gesagt, nein, da stimmt was nicht, weißt du was, ich nehme dich jetzt und bring dich in das Krankenhaus, wo ich arbeite. Und das soll sich jetzt einmal ein Arzt anschauen. Ich muss sagen, ich hatte dann das Glück, dass ich an einen Arzt gekommen bin, der musste wahrscheinlich auch, der musste sofort eine Notoperation machen, der hat gesagt, 3 Tage später, wenn ich gekommen wäre, hätte ich es nicht mehr geschafft. Es war alles in die Bauchhöhle gegangen, es war alles tote Materie, es hat wirklich gerochen wie totes Fleisch, ja. Und diese ganze, also der musste dann eine Notoperation machen, der konnte natürlich aber danach auch keine Wunder mehr vollbringen. Was hat der dann gemacht? Der musste so großflächig ausschneiden, aber wirklich so großflächig, dass ich sagen kann, dass wirklich mein Bauch komplett offen war. Ja? Das ist ja ein Der konnte nicht mehr anders, weil das alles nach innen schon so, also es war schon, es war kurz vor 12, wenn nicht schon 11:55. Dem blieb dann nichts anderes übrig. Ich hatte dann wieder diesen Apparat, weil das musste ja trotzdem immer wieder, ich musste jeden zweiten Tag ins Krankenhaus. Das war eine Prozedur. Letztendlich musste dann auch eine Hauttransplantation gemacht werden, weil das Gewebe ja gar nicht mehr so nachwachsen konnte. Sieht man hier. Und es ist aber dann leider auch nicht so verheilt, wie man sich's vorgestellt hat, weil, wie gesagt, Wunder konnte dann keiner mehr vollbringen. Man konnte mir nur mein Leben retten. Und das war das Endergebnis nach 5 Operationen. Leider blieb es dann auch so. Ja, also es war furchtbar und die Schmerzen waren natürlich immer noch da. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, richtig, dass das Gewebe dann so angewachsen war. Ich konnte mich nicht mehr bücken, ich konnte nichts mehr machen.
Meine, ja? Das sieht ja wirklich schlimm aus. Das will keiner sich vorstellen, sowas durchzumachen. Mhm. Ich frage mich nur, das eine ist jetzt die Krankengeschichte, die Sie erzählt haben. Die Schmerzen, die Operationen, das, was mit dem Körper passiert. Aber Sie haben ja gesagt, Sie waren berufstätig, ja. Sie haben eine Ehe, Sie haben Familie. Was hat sich da verändert? Wie haben Sie sich da verändert? Es war erstens einmal in meinem Beruf, habe ich erst, muss ich sagen, 3 Jahre vor der Operation neu begonnen, als Managerin tätig zu werden. Ich meine, in dem Alter alles noch einmal zu lernen, neu aufzubauen, das war schon eine Hürde. Den Beruf musste ich dann so reduzieren, dass ich ja nur mehr ein paar Stunden in der Woche arbeiten konnte. Das heißt, die Position musste ich abgeben, um die ich so gekämpft habe in meinem Alter, wo ich sage, wo jemand sagt, ich fange nicht mehr das noch einmal von vorne an. Die musste ich abgeben. Meine Familie hat Fürchterliches durchgemacht. Also ich muss sagen, ohne meine Familie hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Aber die haben natürlich, ich war unleidlich. Ich wollte mit niemandem reden, ich wollte nicht mehr außer Haus gehen, ich war in Therapie. Es für mein Umfeld war das natürlich auch das Fürchterlichste, weil wie gesagt, man ist selber an einem Standpunkt, wo man sagt, okay, aus, tief, ich will nicht mehr, und ich hatte auch Zeiten, wo ich sagen muss, ich wollte nicht mehr, weil ich gesagt habe, mein Leben ist ja nicht mehr lebenswert, ich konnte nichts mehr machen. Ich war vorher ein gesunder Mensch, natürlich bis auf das Aussehen. Ich kam raus aus dem Ganzen und war invalide. Ich hatte 30% Invalidität. Ja. Ich konnte nichts mehr tun. Ich meine, ich hatte Enkelkinder, mit denen ich nichts mehr tun konnte. Ja. Meine jüngste Tochter ist jetzt auch jetzt erst 21. Zudem vor 8 Jahren war sie auch noch jünger. Ich musste alles aufgeben. In welche Richtung? Ich meine, sowas löst ja Wut aus, Verunsicherung, Verzweiflung, so wie Sie es gesagt haben. An wen hat sich denn die Wut gerichtet? An den Arzt, an alle, die irgendwie gerade da waren, auch an sich, dass sie sagen, Mann, war es das wert oder warum habe ich das gemacht? An wen war die Wut auch natürlich an den Arzt. Das war jetzt einmal vorrangig, weil ich natürlich mir gedacht habe, wie kann jemand, ich meine, es ist ein Arzt, er ist tätig, es ist ein Menschenleben, was hier unter seinen Händen liegt, so verantwortungslos sein und einfach das so herabspielen und jemanden so gehen lassen. Natürlich war die größte Wut auf den Arzt. Es war aber auch eine Wut an mich, dass ich mir gedacht habe, Mensch, dein ganzes Leben warst du intelligent genug, das oder das zu tun. Und in dieser Situation, wo es wirklich um deinen Körper geht, das erste Mal, wo du wirklich, da kannst du nicht recherchieren, da kannst du nicht schauen, da kannst du nicht intensiver Aufklärung suchen, also war auch die Wut gegen mich. Und dann hatte ich gegen die ganze Welt eine Wut. Das, Herr Mang, Sie haben schon gesagt, bei Ihnen wäre das jetzt nicht passiert, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Trotzdem, wenn Sie mal kritisch auf die Branche schauen, wird genug über Risiken aufgeklärt? Das ist, glaube ich, nicht. Man muss über Infektion, Thrombose, Embolie, Narben, muss man ordentlich aufklären, gerade bei das der Bauchdecke. Gefehlt, die Aufklärung. Das kann mal passieren, aber dann muss sofort das Krisenmanagement da sein. Und man tut aber sehr oft so, gerade im schönheitschirurgischen Bereich, also, tut man oft so, als wären das einfache Eingriffe. Das halte ich für also, keine und das wird viel zu wenig diskutiert, dass jeder Eingriff ein Eingriff, ja, klar, ist. Also das ist und da wird sehr viel verharmlost. Also wir hören dann in den Medien oder sehen Werbung, schnell Bauchstraffung. Das ist keine Schönheits-OP, das ist eine ästhetisch, aber so hat sie begonnen, eine plastisch rekonstruktive, ja, OP, eine Bauchdecke. Aha, okay. Das ist, ja, eine plastisch rekonstruktive, auch eine schwere OP, ja, die unter höchstem Sicherheitsstandard stattfinden muss. Mhm. Und ist nicht mit so kleinen Lifting- oder Faltenunterspritzung. Das ist eine, mhm, große OP, die muss, mhm, stationär in der Klinik stattfinden, mit Personal, mit, genau, Thromboseprophylaxe, Infektionsprophylaxe. Haben Sie keine Infektion, Infusionen bekommen? Gar nicht. Bei der Station? Ja, auch beim Rauchen. Sie haben den Arzt ja dann verklagt. Ja. Erfolgreich? Weil ich muss ja sagen, also ich war ja nicht öffentlich im Krankenhaus, ich habe das alles bezahlt. Privat bezahlt und das war nicht billig für dieses Ergebnis, muss ich jetzt, ja, noch dazu sagen, weil ich es eben ordentlich haben wollte. Ich habe dann natürlich den Arzt verklagt und ich bin da über die Patientenanwaltschaft gegangen. Ich muss sagen, ich habe den Prozess gewonnen, weil er hat einfach keinerlei Aufklärung gemacht, in keiner Weise. Und Nachsorge. Und
Nachsorge, das kam aber dann nicht mehr zum Thema bei der Verhandlung, weil in dem Moment, wo die Aufklärung nicht da ist, zieht sich das für die Nachsorge und alles in einem. Sie sitzen heute hier und man muss sagen, Sie hatten noch viele weitere Operationen. Eine steht, glaube ich, sogar noch aus. Wie geht's Ihnen denn heute? Ja, ich muss sagen, durch die letzte Operation, wo das Ganze rekonstruiert wurde, dieses Mal durch wirklich einen, bin ich an einen guten Arzt gekommen. Ich konnte so nicht mehr leben, weil ich konnte mich nicht mehr bewegen, gar nichts mehr. Bin dann durch die Öffentlichkeit auf einen guten Arzt gekommen, der bei uns in der Ärztekammer ist, der Primarius Dr. Todorov. Der hat sich dann angeboten, das wieder zu rekonstruieren, was kein anderer Arzt irgendwie machen wollte. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, hat er es geschafft, dass ich jetzt schmerzfrei, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, leben kann. Aber es ist noch nicht beendet, weil das Volumen und das Spektrum der Größe von dem Ganzen ist, natürlich kann man nicht auf einmal machen. Es ist keine einfache Schönheitsoperation, nein. Nein. Aber der Anlass war eine optische Unzufriedenheit. Sie haben jetzt diesen Leidensweg ja beschrieben. Das ist ja nicht einfach, sowas in der Öffentlichkeit zu tun. Was ist denn Ihr Impuls zu sagen, ich will das aber mitteilen? Ich möchte das erstens einmal deswegen mitteilen, erstens einmal, dass bevor jemand etwas macht, soll er das wirklich sehr, sehr gut überlegen, was mache ich, wie groß ist die Operation, wo gehe ich hin, wie kann ich mich erkundigen. Ich muss auch auf das Alter schauen. Ich kenne viele Mütter, wo die Kinder 16, 17 sind, wo ich sage, solange der Körper nicht ausgewachsen ist, würde ich keinerlei Operationen empfehlen. Das ist das. Das, wie gesagt, das macht leider die Gesellschaft, weil die jungen Mädels, da geht es nicht mehr ums Alter, wo man vorher gesagt haben, naja, wenn ich alt werde und Falten habe. Die Jungen, die haben noch keine Falten und wollen da und dort und dies und jenes. Ich möchte eben an die Menschen appellieren, wenn ich mit etwas unzufrieden bin, ist es okay. Dann sage ich, okay, mir gefällen die Ohren nicht, ich fühle mich unwohl, ja, in der Gesellschaft oder ich mag das nicht, dann soll jeder das für sich entscheiden. Aber bitte vorher wirklich recherchieren, schauen, mit den Ärzten viele, viele Gespräche führen, bevor ich mich dazu entscheide. Nicht, okay, mach mal, ist in Ordnung, locker, das gehen wir durch. Bitte nicht. Wirklich ganz intensiv, bevor man einen so einen Schritt macht. Und auch über den Arzt würde ich einmal sagen, wirklich Erkundigungen einziehen und nicht sagen, okay, den kenne ich zufällig, der wird das schon machen. Vielen Dank für diesen Appell und vielen Dank für Ihren Besuch hier im Nachtcafé. Frau Stempfli, wie konnte das eigentlich passieren, dass sich dieses Verhältnis aus inneren Werten und Äußerem so verändert hat? Und die Bewertung des. Wie gesagt, also das Schönheitshandeln, also dass sich Politik und Geschichte und Wirtschaft und Medien in den Körper einschreibt, wirklich sprichwörtlich einschreibt, das kennen wir. Das ist wirklich historisch spannend. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass die Vermesserlogik, also die Algorithmen, die Normen, die Statistiken, die Menschen unterwerfen, also die Menschen zu Maschinen machen wollen, damit die Menschen nicht mehr selber Kapital haben, sondern eigentlich zum Kapital werden. Was würden wir denn gewinnen, wenn wir uns von dem etwas lösen? Eine Vielfalt und eben uns besinnen auf nicht, dass die Welt, die wir hier jetzt leben und uns gemeinsam erreden, erarbeiten, erhandeln, pflegen. Eben wenn Sie zu Tieren schauen, spielt es keine Rolle, wie sie aussehen. Ebenso wie mit Kindern oder wenn Sie überhaupt einen Job haben, der Sie erfüllt. Wenn ich lese und forschen kann, wenn ich im Archiv sitze, denke ich nie, ach, ich sollte auch wieder mal eine Diät machen. Also ich finde, sich auf das konzentrieren, was Lebewesen zu Lebewesen macht, ist ganz wichtig und das eigene Selbstvertrauen stärken. Und ich finde, etwas auch immer bedenken, wenn Sie, das haben Sie auch so schön gesagt mit dem Vergleich, wenn Sie als Mensch selber einen anderen Menschen sehen und sagen, oh, der oder die, haha, die sind dick oder die ist jetzt auch alt geworden oder so, dann denken Sie immer daran, Sie verletzen mit solchen Bemerkungen sich selber.
und nicht eigentlich den anderen. Also alle Menschen, die über andere Menschen vor allem das Aussehen so herziehen, kann man sie ein bisschen bedauern und sagen, die haben selber überhaupt kein Selbstvertrauen. Und dass es ganz wichtig ist, sich also mal überhaupt auch dankbar zu sein, ich lebe noch, also ich lebe, nicht nur ich lebe noch, das wäre ganz wichtig. Der Kult um den Körper. Vielen Dank an unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann fragen wir uns, was ist der Schlüssel zum Glück? Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke und tschüss.